Servus Leute, herzlich willkommen zum 25. Part von Elex. Immer noch auf Ultra. Yay. Heute schließen wir uns der Fraktion der Kleriker an. Ich möchte ganz kurz das Dilemma euch zeigen, so wie wir das nicht schon viel früher gemacht haben. Zum einen, ich bin mir nach wie vor nicht sicher, was passiert wäre, hätte ich das direkt gemacht, mich direkt ihnen angeschlossen. Zum einen, klar, bessere Rüstung hätte ich bekommen. Aber ich weiß nicht, ob ich dann alle Quests hätte machen können, die ich jetzt machen konnte. Das weiß ich nicht. So, wir schauen uns mal an, was wir alles erhalten werden. Den Kleriker-Skill gibt es umsonst. Es gibt einige gute, ja, Skills. Psi-Fähigkeiten halten entweder länger an oder richten größeren Schaden. Effekt steigern mit jeder Stufe. Dafür müssen wir die Intelligenz, denke ich, ganz schön hochballern. Batterie wird wahrscheinlich auch Intelligenz benötigen. Ja, okay. Ein Mann-Armee ist, denke ich, recht reizvoll, wenn wir keinen Begleiter mehr möchten. Und ansonsten Kraft 1 mit der Waffe für mehr Fernkampf-Damage hört sich cool an. Das letzte Gefecht hört sich auch sehr gut an. Ja, gibt ein paar schöne Skills. Bei den Berserkern reizt mich an sich höchstens Aspekt des Kriegers, was den Nahkampfschaden erhöhen würde. Und eventuell noch für den Fernkampf. Der suchende Pfeil oder der Fächerschuss. Und da wahrscheinlich ja, mehrere Pfeile auf einmal verschießt. Da ist man vielleicht ganz schnell pleite oder hat wieder keine Munition. An sich, bei den Outlaws, da müssen wir relativ wenig Skillpoints investieren. Ich finde, die hat fast nichts einen richtigen Zweck. Der Meinungsverstärker ist halt einfach ultra stark. Doppelten Schaden. Echt gut. Und als Outlaw hat man eben nicht die 50% weniger Erfahrung. Was halt super ist. Ansonsten Stahlhaut kann man sich noch gönnen. Höhere Resistenzen. Vielleicht möglich. Und halt ansonsten mechanische Waffen bauen und das war's dann, denke ich. Aber wir werden jetzt auch mal beitreten. Auch wenn es jetzt immer noch so ist, dass ich nach wie vor nicht sicher bin, welche Fraktion ich nehmen soll. Ihr habt für die Kleriker abgestimmt, deswegen nehmen wir die Kleriker. Ich möchte Akolyt der Kleriker werden. Hast du dich also entschieden? Ich denke noch einmal darüber nach. Oh, wie du willst. ja, genau. Ich muss erst noch alle Gesprächsfunktionen hier stellen, die Aufgabe, die haben wir schon lange bekommen. Dementsprechend jetzt nochmal. Ja. Ja, nehmt mich in eure Reihen auf. So sei es. 3000 Erfahrungen fast dafür bekommen. So. Nun ist es also soweit. Unsere Suche nach neuen Rekruten für unsere Sache war wieder einmal erfolgreich. Wir dürfen heute ein neues Mitglied in unserer Gemeinschaft willkommen heißen. Er war ein heimatloser Wanderer. Doch ab heute ist sein Weg klar. Fest im Glauben an Kalan. Ja. Wir hatten oft Probleme mit. Doch die vielen Jahre des Wartens und des Krieges haben uns nur noch stärker gemacht. Und wir werden nicht ruhen, bis das Unheil des Elex von dieser unserer Welt verbannt ist. Ja, wir sind jetzt noch wenige, doch unsere Zahl wird sich bald schon wieder mehren. Zaudert nicht, meine Freunde. Geh nun. Erfülle uns mit Stolz. So, wir nehmen. Hier können wir entweder den Werfer oder den Verstärker wählen. Wir bekommen im nächsten Rang den zweiten, aber sowieso. Fantastisch. Du gehörst. Ja. Ich wundere mich Ah. etwas über dich, da deine Ambition doch im Wesen eine gänzlich andere ist, nicht wahr? Mag sein, jedoch beginne ich die freien Menschen mit der Zeit immer besser zu verstehen. Ah ja. Solange sie mir nicht im Weg stehen. Ein sehr zweckmäßiger und selbstsüchtiger Gedanke. Ja, vielleicht. In jedem Falle begrüße ich es, dass du dich für uns Kleriker entschieden hast. Sehr schön. So, wir wollen natürlich im Rang aufsteigen. Und der kann sich mal zutexten. Wir müssen mehrere Missionen erledigen, um im Rang einmal aufzusteigen. Ich kann euch übrigens nur raten, dass ihr euch. Ihr seht zum Beispiel jetzt gerade, ich habe noch Lederstiefel an, weil ich habe keine Hose bekommen. Die kaufe ich mir jetzt aber auch nicht extra. Darüber schweige ich mich aus. Probiert
Also klar, entweder ihr macht so, dass ihr recht früh beitretet, dann ist es halt so, dass ihr die Rüstung, aber auch die einfache nehmen könnt. Das passt doch eigentlich schon. Und überspringt auf jeden Fall die mittlere, egal was ihr macht. Die kostet 10.000, ist total sinnfrei. Ich hätte gern Elias Waffe dahin, die hat einen Wert von 1.200. Aber wir reden mit Balder. Anscheinend hast du dich entschlossen, ein Kleriker zu werden. Es tut gut, neue Gläubige in unseren Reihen zu wissen. Ich nehme an, Reinhold hat dich zu mir geschickt. Richtig. Genau, und zwar. Zack, zack, zack. Wir müssen eine Wallfahrt ausführen. Wir werden gar nicht großartig noch was weiter lernen. Höchstens mal hier die Psi-Fähigkeit, dass sie höher ist. Oder mehr Schaden verursacht. Einfach weil ich es interessant finde. Die Batterie machen wir auch ein bisschen größer. So. Ist einfach mal ein interessanter Ansatz, dann jetzt hier dieses Neue zu probieren. Darf ich als Kläger hier rein? Raus, aber schnell. Immer Wenn du noch nicht nicht. gleich weg bist, setzt's was. Ja, 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 ja. Verschwinde Ich einfach. darf immer noch nicht rein, aber ich konnte trotzdem mich noch rausstehlen. Sehr gut. Sie haben nichts Erstmal Pause bemerkt. machen. Wir müssen zu In Martha. der Eiswüste holt man sich nur Frostbeulen. Und zwar, also die eine Quest, die wir machen, die eine. Doch, es sind zwei Quests und eine. Ja. Quest würde ich das nicht mehr nennen. Einmal müssen wir Martha helfen, bei was auch immer. Das schauen wir uns jetzt an, das weiß ich nicht. Zum anderen. Gut, dass ich dich treffe. Ah, Ich pst, kurz habe mir die warten. ganze Nacht mit Arvids Lehren um die Ohren geschlagen, aber es hat sich ausgezahlt. Du meinst das Buch aus dem Archiv? Genau, irgendetwas passt nicht zusammen. Zwischen den Zeilen liest sich das Machwerk viel zu technisch, als dass es sich um eine reine Glaubenslehre handeln könnte. Des Weiteren hat jemand ein paar Randnotizen auf einigen Seiten hinterlassen. Wer auch immer das Buch vor mir gelesen hat, war einem Rätsel auf der Spur. Dieses Rätsel können wir nur lösen, wenn wir den Hinweisen, die uns die Randnotizen geben, nachgehen. Pass auf, ich konnte aus den Notizen diese Koordinaten entschlüsseln. Ich bin mir sicher, wenn du ihnen nachgehst, stößt du auf weitere Hinweise. Such den Ort auf und falls du etwas findest. Der erste Hinweis. Okay, wir haben sogar noch eine Quest bekommen hier. Sehr cool. Also weiter im Text. Martha gibt uns jetzt eine Quest, eine Aufgabe. Wir müssen eine Wallfahrt machen und wir müssen Suggestion lernen. Suggestion lernen wir, wenn wir zurückkommen. Jetzt machen wir erstmal. Schauen wir erstmal, was Martha im Ich Angebot gratuliere dir. hat. Hier hat mir einer der Händler zugesteckt. Ein Bier. Danke. Ach, nicht der Rede wert. Ihr Akolyten habt es schon schwer genug. Um ganz ehrlich zu sein, würde ich an deiner Stelle zusehen, dass ich recht bald zum Legaten befördert werde. Ja, das ist der Sonst ist. Plan. Du brauchst nicht mich. Du brauchst lediglich eine Aufgabe, die beweist, dass du dich für uns einsetzt. Aber Genau. das lässt sich einrichten. Traditionsgemäß Rationen verteilen. Gut. Sollte mir nicht weiter schwerfallen. Die Zubereitung der Rationen dauert allerdings noch ein paar Stunden. Komm einfach später wieder und nimm sie in Empfang. So. Alles klar. Dann sprinten wir jetzt hier raus. Unterwegs können wir noch bei Xander kurz Halt machen. Zeig. Und zwar können wir bei dem was einkaufen. Sollen wir Energiespeicher einkaufen, so viele? Ah, reines Elix kaufen wir auf jeden Fall mal ein. Energiespeicher kann ich ja vielleicht sogar ein paar herstellen. Gut. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen. Ich wollte erst alle legendären Items behalten, aber ich denke, da geht mir schon einiges an Elixier durch die Lappen. Dementsprechend werde ich jetzt alles verkaufen, was jetzt nicht wichtig für mich ist. Geistersehne werde ich auch verkaufen. Ich habe ja jetzt mit dem Psi-Verstärker eine neue Fernkampfwaffe und Donnerschlag, Schmelzofen und später auch noch Redeemer heißt das Ding. Ich weiß nicht, ob das auch auf Englisch, auf Deutsch so heißt, auf Englisch. Auf jeden Fall ist es noch eine legendäre Waffe der Kleriker oder ich rüste mir einfach eine auf. So. Jägerrüstung kann weg. Amulett des Berserkers brauchen wir auch nicht mehr. Ring natürlich auch nicht. Bücher in Erfahrung. Multitalent. Stärke und Geschicklichkeit. Hier fünf, das behalten wir mal noch.
Und hier können wir... Ja, wir behalten das meiste Zeug hier mal. Und ich will auch noch die Mana-Tränke und so nicht verkaufen. Weil an sich kann ich die ja vielleicht noch aufrüsten oder Mana-Tränke herstellen. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall machen wir jetzt die Wallfahrtsquest. So, halt. Wir packen uns mal hier den Zielverstärker auf die 2. Okay, und wenn wir ihn schon mal benutzen, dann gönnen wir uns natürlich auch hier Energie. Direkt mal eingetrunken. Ja, super. So, hier ist der erste Schrein. Ich weiß nicht genau, was jetzt hier das Ganze bedeutet, ob ich so bete oder 100 Splitter bete, aber ich bin mal lieber ja einfach ein treuer Anbeter Kalans und spende. So. Für die Suggestion benötigen wir 5 Gerissenheit mehr. Etwas noch. Ach, wir haben noch gar kein Level Up. Ich dachte, wir haben Level Up. Nein. Gab wohl weniger Erfahrung als gedacht. Ich habe nicht drauf geachtet, genau. So. Wallfahrt eines Akiloten. Halt. Markieren wir da. Und unterwegs. Mal wir folgen das. Wir ziehen mal Amulett an. Weil da vorne warten 3 Beißer oder wie auch immer die Dinger heißen auf uns. Weiß nicht genau, ob ich die schaffe oder was sie mir an Damage drücken. Die drücken wahrscheinlich nach ultra viel Damage. Wir werden jetzt hier alle 3 Spells mal testen. Ich habe gehört, eins davon ist ziemlich OP. Okay, die Reichweite ist jetzt nicht sonderlich gut. Da drüben! Zack. Okay, das stößt auf jeden Fall auf den Boden. Macht gut Schaden. Zu gut Schaden, würde ich schon fast behaupten. Vor allem da das Ding AOE ist. So, okay. Jetzt haben wir was sonst noch im Angebot haben. Okay, sonderlich viel bringt das nichts. Okay, ich würde sagen, eindeutig der beste Skill ist der. Bringt uns Reißer was? Nicht sonderlich viel. Reißer waren es, nicht Beißer. Wir gönnen uns hier so einen Burger. Und ich schau mal genau, was der Damage jetzt heißt. Was wir an Damage machen mit dem Ding. So, Psi-Verstärker. 40, 40, 20. Okay, der MP-Schack macht eigentlich gar keinen Sinn. Maschinen und Mutanten ist es besonders effektiv. Okay, muss ich mal einzeln austesten. Der auf deine Gegner überspringt. Das wäre ein AOE-Spell und das hier, das war halt schon nicht schlecht. Oh, okay. Testen wir es doch mal an diesem Slugbeast. Wie viel Schaden mache ich damit mit einem Schuss? Gar keinen. Ich komme! Okay. Praktisch keinen Schaden, würde ich mal dazu sagen. Da muss ich jetzt echt vorsichtig sein. Macht irgendwie nichts. Okay. Jetzt warnet ihr immerhin doch noch uns einen Freund hier. Lassen wir das hier mal aus.
Also ich muss dazu sagen, ich fand jetzt, auch wenn das besonders effektiv gegen Mutanten sein soll, ich hätte jetzt mal gesagt, so ein Slugbeast ist ein Mutant, hat das vergleichsweise keinen Schaden gemacht mit dem Nahkampf oder auch dem schwarzen Loch. Das schwarze Loch finde ich sehr nützlich, wenn nicht sogar OP. Von dessen werden wir es vielleicht jetzt nicht permanent benutzen, genau. Sondern schon versuchen, Nahkampf und Fernkampf schön zu kombinieren. So, hier wollte ich hin. Oh, ja. Und hey, ihr Biester. Wir machen das einfach mit dem Flammenwerfer jetzt ein bisschen. Ich bin, was Ignadon angeht, ein bisschen gespalten. Ich finde hier die Gegner echt stark. Also Edan, alles gut, aber... So, hier war wohl... Ja, Prüfungen hieß es. Oh, hier hat wohl eine auch die Wallfahrt gemacht. Abgeschlossen, der zweite Schrein. Und mächtiges Heilkraut. Dann sammeln wir noch das kleine Heilkraut. 100 Splitter gespendet, alles klar. Firmengelände Vulkan. Porten wir uns hin. Wer auch immer hier früher gelebt hat, hatte wenig zu befürchten. Oh, da sind Banditen. Okay, es sind verschiedene Prüfungen, hier habe ich gehört, die man machen muss. Kalanus aufstellt. Das ist wohl eine der Prüfungen, die Banditen. Jetzt mach keine Zicken her mit der Kohle. Aber ich habe euch doch schon alles gegeben, was ich habe. Jetzt. Kluger Junge. Ich denke, wir brauchen hier nicht großartig. Wenn du. Großartig weiter uns unterhalten mit denen. Also ich glaube, es ist vielleicht ganz gut, wenn ich mich nicht mit ihnen unterhalte. Mit Mördern mache ich kurzen Prozess. Ich helfe dir. So, jetzt testen wir das Ganze mal gegen Humanoide. Oh, man kann sie auch selbst in das Ding reinziehen. Das ist interessant. Oh, ein unsterblicher Bandit oder was? Gut. Das macht das Ganze etwas komplizierter. Und wir müssen wohl laden. Vermutlich muss ich wohl doch warten, bis er sein Gespräch mit dem fahrenden Händler beendet hat. Aber ich habe euch doch schon alles gegeben, was ich habe. Erzähl keinen Scheiß. Ich weiß, dass du noch mehr Splitter in deinen Taschen hast. Her damit, oder ich schneid sie aus deiner Hose. Ich habe wirklich nichts mehr. Ich sage die Wahrheit. Du hast es nicht anders ge... Okay. Steck dein Psi-Zeug wieder ein. Okay, jetzt schauen wir uns das mal ganz genau so an. Minimal-OP. Oh. Ja, ich denke, an sich war es nicht Kalans Wille, dass der reisende Händler stirbt. Aber er hat uns angegriffen. Wir wollten ihm ja nur helfen, ne? Sorry, Bro. Aber warum reist du auch hier allein durch die Gegend? Der dritte Schrein. Hatte ich jetzt inzwischen eigentlich ein Level up? Ich hab's nicht gerafft. Doch. Was brauche ich? Suggestion. 5 Gerissenheit, okay.
dann können wir mal hier auch noch auf 40 die Konstitution machen, damit der Wert ja schöner ist. Und jetzt müssen wir noch hier hin. Dafür porten wir uns einfach zum Krater. Ah, wenn wir da schon sind. Ist hier irgendwas? Nee, okay, dann können wir erstmal in Ruhe den Marker hier hinsetzen, genau. Und dann so gucken, wo die Chimären sind. Oh, die sind ja da direkt. Die müssen wir mit Flammenwerfern besiegen. Oh, hier ist ein Kleriker. Hallo, Walter. Nein. Wer bist du? Was willst du hier? Ich wollte dich gerade das Gleiche fragen. Ich bin nur auf der Durchreise. Warte mal. Ich brauche nichts. Tu einfach so, als wäre ich überhaupt nicht da. Okay. Vermutlich irgendeine Quest. Walter. Die Familie Schmidt sucht ihren verängstigten und verwirrten Großvater Walter. Er wurde das letzte Mal gesehen, als er im Heim mit seinem besten Freund Friedrich Skat spielte. Was ein Unsinn, aber ja, keine Ahnung, was das ist. Muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich die Dinger irgendwie besiegt bekomme. Das sind 3 Stück. Ja gut, wird schon werden. Das Tolle an denen ist, dass die keinen Fernkampf haben. Das Tolle hier ist, dass ich das hier gerade entdeckt habe. Das hier reines Elex. Leider nicht. Elexit bekommen wir hier raus. Reines Elex wäre wohl auch etwas zu stark. So, jetzt machen wir nochmal hier. Da drüben! Nehmen wir die irgendwie auf einen Haufen. Auch. Oh, jetzt habe ich dran genommen. Oh. Ist da hinten? Ebenfalls. Wir machen jetzt mal folgendes. Wir müssen die erstmal alle herlocken. So, jetzt sind sie schon mal ein bisschen näher. Oh oh. Schnell wieder hoch da. Kommt zusammen, meine Freunde. Ja, ist überhaupt nicht OP. Aber gut. Pullen wir euch wieder zusammen. Wäre sonst unfair. Nummer 1 ist down. Oh, die war schon tot. Easiest fight ever. Ich werde Fernkämpfer. Gerade auf Ultra. Okay, man muss dazu sagen, das war ein bisschen gemein. Hier gibt es noch ein schönes Schwert. Und zwar ein Giftkriegerschwert Nummer 2. Gucken wir uns an. Oh, macht 72 Schaden, also 15 mehr. Benötigt nichts, was wir nicht schon haben. Sollten wir kämpfen auch sofort im Nahkampf. Mit diesem Schwert.
Tja. Ich finde sogar die Schwertkombo ja, besser als die von dem, was wir zuvor hatten. Wir können nun die Quest auf jeden Fall auch noch abgeben. Warum habe ich immer noch Kampfmusik? Stehe ich jetzt nicht. Bin ich im Kampf oder was? Ich sehe keinen Kampf. So. Ende Gelände hier. Testen wir doch mal unsere neue Waffe aus. Da drüben. Ich würde gern haben, dass du meinen Begleiter angreifst. Alles klar. Ja, gefällt mir. Gefällt mir. Auf jeden Fall. So. Weiter geht's im Text. Hier ist ein bisschen vorsichtig sein. Hier nämlich, hier war ich schon mal. Ja, genau. Hier kommt so ein Monster. Wollen wir das angreifen? Ach komm. Warum denn nicht? Warum denn eigentlich nicht einen riesigen Troll? Kann man schon mal machen. Ah, ich weiß, warum man das nicht machen kann. Ein Bergtroll. Wir haben jetzt schon immerhin auf ein Drittel AP. Oh. Da drüben. Okay. Sollte er down gehen? Er ist minimal laut, der gute Bergtroll. 315 Erfahrung gibt das Monstrum. Und ein bisschen Loot. Also das neue Schwert gefällt mir sehr. Ich weiß, wo es das Ganze auch in Variation Feuer gibt. Ganz in der Nähe auch hier. So, was haben wir hier so für Zeug? Was war da gerade? Ah, nur ein Besen. Das looten wir jetzt mal nicht extra. Ein Slugbeast haben wir hier nochmal. Und dort bietet sich auch noch ein Schauspiel, und zwar dieses Ding. Relativ simpel besiegt hier. So, 28 Minuten haben wir schon wieder auf dem im Kasten. So. Abgeschlossen. Der vierte Schrein. Dürfen nicht vergessen. Wir ziehen jetzt mal lieber wieder unser anderes Amulett an. So, das Dienstleister ist das. Ja, ist in Ordnung. Jetzt gehen wir zu Martha, machen ihre Quest. Und dann gehen wir zum Sugesto als letztes. Und schauen uns dann an, ja, was es für weitere Quests gibt. Leider dauert es noch ein bisschen, bis wir unsere neue Rüstung bekommen, aber die sieht dann echt nice aus. Also ich finde an sich, die fetten Rüstungen von jeder Fraktion sind alle geil. Die von den Outlaws gefällt mir aber dann doch ein bisschen besser als die von den anderen. Aber das ist jetzt ja irrelevant, das Aussehen. Das kommt dann ja auf die Stats schon auch an. Man ja Angst. Und die sind gleich. Gib mir die Ration. Ich brauche noch etwas Zeit. Sie braucht noch etwas Zeit, alles klar. Dann werde ich schlafen und im nächsten Part werden wir dann nochmal mit ihr quatschen. Hallo, ich gönne mir mal kurz dein Bett, ist in Ordnung. Wir sind ja Buddies, wir gehören zur selben Fraktion. Alles klar, Leute, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, reingehauen!